und starten herzlich willkommen zu unserem Vortrag über die reaktive Programmierung in Java. Ich heiße Vadim und arbeite bei der Firma IPS. Ich heiße Raja und arbeite bei der Firma. Ein paar Worte über die Firma. Wir schreiben die Software, die Gestaltung und Bestellung von Software, von Fotoprodukten, sei es Abzüge, Poster, Kalender, Fotobücher, Fanprodukte. Die Weitlegung-Anbieter, das heißt, wir schreiben ein Produkt und verteilen das quasi über andere Kanäle, das heißt, vor allem in diesem Zubindungsbereich aktiv. Und ja, wir sind in Bonn 2003 gegründet, 2008 eine verständige Fuji-Film-Software, circa 70 Mitarbeiter, die Hälfte davon in der IT, sind natürlich auf allen Plattformen Clients unterwegs, im Browser, hier oder auch Desktop-Clients für Windows oder auch Mac oder auch in Mobile-Plattformen. Wir sind hier auch Sponsor, deswegen sind wir auch noch gespannt. Besucht uns gerne, wir lösen auch Preise. Wenn ihr Fragen zum Vortrag habt, sind wir auch kurz danach immer noch da und können diese da antworten. Das ist unsere Agenda für heute. Zuerst sprechen wir über die reaktive Programmierung generell. Dann sprechen wir über die Reactive Streams und die Genome und Flow-API. Dann schauen wir uns zwei konkrete Frameworks, die eben diese Reactive Streams implementieren. Das sind Java, die Version 2 und es gibt Projektoren Version 3. Und am Ende schauen wir eine Demo einer kreativen Anwendung mit Spring 2, Native MongoDB-Timing. Bevor wir anfangen, wollte ich euch fragen, selbst kein Java-Entwickler im Java. Ein paar. Wer hat schon Erfahrung mit der reaktiven Programmierung? Wir haben auch mit anderen Frameworks, AK, Webpack, Pascal. Okay, und circa dritte. Wer hat Erfahrung mit funktionalen Programmierung? Stream API, Google, Scala, okay. Das heißt, viele, viele Konzepte sind schon bekannt. So, können wir auch aufbauen. Ich übergebe jetzt an meinen Kollegen, kommen da mal zu Stream und der Partei. Alles klar. Ich weiter. Und zwar für die reaktive Programmierung. Wikipedia ist ein Programmierprogramm, das sich an Datenbanken orientiert. Grunde genommen ist es jetzt ein Konzept, was wir schon eine Weile kennen aus dem Messaging-Bereich, sei es im Message-Driven Design oder Java Messaging oder Microsoft, das noch früher war, wo dann ich nicht wirklich das Ergebnis haben will von einer Logik, dann rufe ich nicht die Methode auf oder eine Funktion, sondern ich melde mich bei einem Nachricht-Publisher und warte auf das Ergebnis. Und das Ergebnis passiert in den meisten Fällen dann asynchron, wenn es fertig ist, bin ich dann benachrichtigt und in der Zwischenzeit kann was anderes machen. Was ist dann jetzt anderes bei der reaktiven Programmierung? Zum Hauptmerkmal ist jetzt, es geht hier darum, dass wir keine große Netzwerkinfrastruktur haben, weil bei Messaging könnte man davon aus, dass für unterschiedliche Messaging-Systeme dann unterschiedliche Server zuständig waren, entweder ganze Maschinen oder was man heutzutage Microservices nennt. Hier bei der reaktiven Programmierung handelt es sich um die Arbeit, was meistens innerhalb einer Anwendung stattfindet. Das heißt, sowohl der Publisher als auch der Subscriber jetzt sind Teile einer Anwendung und laufen dann in unterschiedlichen Threads in den meisten Fällen. Okay. Was wir auch aus Messaging-Welt kennen, es gibt Dutzend Vorgehensweisen und Architekturen, wie man mit Messages arbeitet. So lief es auch in Java-Welt oder auch nicht in Java, auch in JavaScript zum Beispiel, so ab, dass da mehrere Frameworks entstanden sind, die natürlich miteinander nicht kompatibel sind. Die sind auch ganz formal nicht kompatibel, weil die Interfaces und die Objekte, die da benutzt werden, unterschiedlich sind, aber manchmal von der Architektur nicht kompatibel. Daher wurde dann eine Initiative gegründet, was dann Reactive Streams heißt, wo dann viele Anbieter von Bibliotheken, in dem Fall nämlich jetzt 3 wie X-Java, Reactor und Acker, dann die dann zusammengefunden und um dann einheitliche Vorgehensweise auch zu arbeiten. Das Ergebnis davon war so dieses Creative Streams Manifest, was eine Art Spezifikation ist, wobei im Vergleich mit Spezifikation, was ansonsten ist, ist sehr übersichtlich und sehr empfehlenswert, das zu lesen, also gut und verständlich.
Da sind dann auf Architekturebene dann eine Reihe von Regeln, wo dann genau beschrieben wird, wann, wer, genau, wenn wir natürlich wie das jetzt abläuft. Und konkret im Fall Java, aber nicht nur in Java, sind dann auch die Interfaces definiert, die man dann importieren kann. Dadurch sind dann unterschiedliche Applikationen, die reaktiv entwickelt werden, miteinander auch kompatibel. Kurz später kam dann nach Oracle Community auch Reactive Stream zu und das Konzept war ziemlich verlockend. Sie haben das einfach komplett übernommen. Das heißt, die GTK9 nennt sich dann Flow API. Die haben dann im Grunde genommen die Interfaces von Reactive Streams und auch natürlich auch in Architektur. Das heißt, die Regeln, die entwickelt worden sind, einfach übernommen und unter einem anderen Package-Name dann als Teil von GTK9 veröffentlicht. Allerdings, sie haben jetzt einen etwas anderen Weg gegangen. Und, das heißt, sie haben keine eigene Implementierung angeboten. Das heißt, in GTK 9 existiert zwar Flow API, aber keine Implementierung. Um dann die Implementierung zu haben, muss man trotzdem eine von Bibliotheken benutzen, die dann mit GTK 9 kompatibel sind. Diese Vorgehensweise kennen wir schon aus damals, als XML-Framework eingeführt wurde, von Native und Java. Da wurden auch zum Teil Elemente veröffentlicht von Sam damals, die nicht implementiert worden sind, und haben die Bibliotheken, die das halt nachbessern können. Jetzt ist, wie ich schon gesagt habe, es ist ein bisschen Chaos jetzt. Gibt es da Objekte, die dann nativ in den Frameworks entwickelt worden sind, oder gibt es zahlreiche Adapters oder Converters, was dann jetzt zu Reactive Streams, Interfaces oder zu GTK das alles überführt und kompatibel macht. Aber ich würde davon ausgehen, dass nach einem Jahr oder so ist dann alles mehr oder weniger gegeben und man muss weniger Gedanken wegen von das Ding machen. An sich ist API sehr übersichtlich. Hier gibt es im Grunde genommen zwei wichtige Interfaces, einmal Publisher und einmal Subscriber. Der Publisher ist dann das, was uns dann was die Logik bereitstellt und was Nützliches macht, und Subscriber wird etwas, was an das Ergebnis sich interessiert. Und wenn wir jetzt einen Publisher aufrufen wollen, geht es jetzt nicht wie früher in einem Methodenaufruf, sondern ich nehme mein Objekt, was Subscriber-Interface initiiert, registriere mich beim Publisher und warte, wenn der Publisher eine von diesen Methoden aufruft. Das ist ziemlich selbsterklärend, das heißt, wenn die Nachrichten dann kommen, die kommen dann über die Methode von Next nacheinander. Wenn ich dann eine Nachricht erwarte, kommt dann eine, wenn mehrere, dann mehrere. Und im Falle eines Fehlers oder im Falle, wenn keine mehr weiteren Nachrichten zu erwarten sind, wird dann von Error oder von erzeugt. Das ist jetzt von Sequence-Diagramm, wenn für ein modaler Mail einfacher ist als das, was ich erkläre, was ich auch verstehen kann, ist es dann, sieht dann von den Massen aus. Ja? Der Subscriber registriert sich und wartet auf Aufrufe, was das mit einem Unkompliziert oder von Error endet. Es gibt auch ein weiteres Interface, was auch wichtig ist. In dem Fall ist es Subscription und es ist auch gedacht, was auch ein großer Schritt ist, was Vereinheitlichung angeht, weil diese Logik wurde früher sehr unterschiedlich gelöst. Das nennt sich Backpressure und das ist, kommt dann zum Einsatz, wenn Subscriber weiß, dass er die Nachricht nicht sehr schnell genug abarbeiten kann. Das heißt, er ist einfach langsamer als der Publisher und über Subscription kann der Subscriber das steuern, wie viele Nachrichten er erwartet. Das heißt, wenn der Publisher zum Beispiel mir Wertedaten sendet und ich arbeite sie ab, kann ich sagen, dass ich mir jetzt einen Bericht brauche, all die anderen können ignoriert werden, dann nach einer Weile brauche ich noch eins und so weiter, dann ist die ganze Erwerbung etwas komplexer. Das heißt, ich muss mich dann abonnieren und dann requeste ich x ein Element, erwarte, wenn sie dann ankommen und dann kann ich weiter requesten, wenn ich weitere brauche. Jetzt kommen wir zu Bibliotheken. Das Chaos habe ich schon erwähnt.
hier müssen diese Listen gewöhnt und bedürftig, dass das Publisher Interface, was von Flow API vorgegeben ist, oder von der Active Streams Arbeitsgruppe, werden dann in unterschiedlichen Frameworks, die heißen auch unterschiedlich. Zum Beispiel in Java heißt es Observable oder Flowable, und in Spring heißt es Flux oder Mono, aber das muss man sich nicht verwirren lassen. Das handelt sich dann um den Publisher, was jetzt Publisher Interface wird direkt implementiert oder kann dann über Adapter zu einem Publisher konvertiert werden. Jetzt zeige ich ein kleines Beispiel mit der X-Java. Ich muss gleich sagen, das ist ein sehr einfaches Beispiel. Hier habe ich keine Besonderheiten oder keine, so gut wie keine jetzt reaktiv programmierte spezielle Elemente oder Tricks gezeigt, sondern ich zeige einfach, wie man eine normale Anwendung, was normale, so eine klassische differenzierte, was dann in reaktiven Programmierung wurde, zu reaktiv Programmierung überführt und was man dadurch gewinnen kann. Jetzt vergleichen wir jetzt, was haben wir jetzt eine ganz normale Funktion oder eine Methode, die weiter schon erwähnt hat, wir als Firma, wir drücken Fotos oder bereiten die Fotobücher vor, die dann später gedruckt werden. Das heißt, es ist eine Methode, die zum Beispiel in einer Klasse Fotobuch sein könnte, wo uns einfach die Fotos liefert, was halt das Fotobuch will. In dem Fall liefert sie das als eine Liste. Holt die zum Beispiel aus einer Datenbank, das heißt, die werden dann aus Datenbank geholt, als Resultat und in einer Schleife wird dann diese Liste gefüllt und zurückgegeben. Das heißt, da habe ich dann 100 Fotos zum Beispiel pro Buch, dann bekomme ich eine Liste mit 100 Elementen. Wenn ich das gleiche reaktiv umschreiben muss, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ich habe im Grunde genommen, ist sie ziemlich genauso aus. Das heißt, jetzt habe ich keine Methode, sondern einen Publisher, was mir dann Fotoelemente zurückgibt. Hier haben wir eine Liste, hier haben wir Fotoelemente, weil diese On-Next-Methode mehrmals abgerufen werden kann. Und wenn wir jetzt etwas Spezielles wollen und kein Backpressure unterstützen, ist es auch relativ einfach. Das heißt, wir bauen das über die Methode Create, wo dann ein Subscriber, quasi ein Subscriber, ist ein bisschen vereinfacht, aber ein bisschen einfach. Wir haben gerade gefragt, dass wir keine E-Mail sehen. Er hat gesagt, er wird es ohne machen. Ein Stream hat die Leute nicht jetzt. Aha, okay. Das ist eine Störung. Das ist eine Störung. Hier bekommen wir den Subscriber und dann nutzen wir den Subscriber fast direkt und rufen dann on next, solange wir noch Elemente haben und wenn wir keine mehr haben, on complete. Das heißt, die Methoden, die dann bei den Reactive Programmierern teilnehmen, müssen auf diese Weise umgeschrieben werden. Und die Nutzung ist natürlich auch ebenfalls unterschiedlich. In dem Fall bekommen wir diese Daten. Okay, das ist jetzt gerade ein Fehler. Natürlich, hier muss GetPhoto sein. GetPhotos, wir bekommen die dann nacheinander und nutzen sie dann. In dem Fall einfach println. In dem Fall müssen wir dann eine Funktion übergeben, wiederum gewöhnungsbedürftig, wenn man noch mit Java 8 funktionellen Programmierung noch nicht vertraut ist, dann entsprechend eine Funktion, was daraus was macht und Subscribe übergeben. Okay, und die Art und Weise, wie man mit Publisher arbeitet, ist sehr dem Konzept ähnlich, was wir schon aus Java 8 Streams kennen. Das heißt, wenn wir dann die Elemente verarbeiten, machen wir das nicht in der Schleife, wie wir das früher gemacht haben, sondern wir nutzen die Funktion und wir nutzen dann die zahlreichen Methoden, die uns ein Publisher oder in diesem Fall Observable Klasse bereitstellt und übergeben wir dann Funktionen, die dann die Elemente, die
gepublished werden, entsprechend verändert oder was Nützliches daraus machen. Zum Beispiel hier filtern wir alle Customers, indem wir dann nur die Erwachsenen daraus rausfiltern. Hier nehmen wir zum Beispiel die Adresse da raus und über eine mächtige Funktion FlatMap, die funktioniert auch sehr ähnlich, dem Stream ähnlich. Allerdings muss FlatMap keinen Stream, sondern wiederum einen Publisher zurückliefern. Und in dem Fall wandeln wir dann eine Liste in ein Publisher um, damit es dann mit FlatMap kompatibel ist. Ja, und jetzt das Beispiel. Wie ich schon erwähnt habe, wir machen Fotobücher, und wenn ich ein Fotobuch bestelle, muss ich die Fotos, die eigentlichen Bilder in dem Fotobuch alle kurz validieren und dem Nutzer Bescheid sagen, ob das, was er bestellt hat, überhaupt Sinn ergibt, ob wir das drucken können. Da gibt es natürlich zahlreiche Kriterien nach der Größe, nach Format, was auch immer. Müssen wir alles machen. Und jetzt ist es eine kurze Vorgehensweise. Erstmal müssen wir aus dem Fotobuch die IDs holen von Bildern, von Image-Files. Dann müssen wir die Image-Bilder aus der Datenbank oder die Metadaten zu diesen Bildern laden, wie die Größe angeht und woher das Bild kommt, ob es dann von Facebook geladen werden muss oder von der Festplatte des Nutzers oder von dem Mobiltelefon. Dann müssen wir dann bei uns auf dem Server, auf der Festplatte gucken, ob das Bild wir bereits haben, das heißt, wurde das Bild schon geladen oder wurden nur Previews und Metadaten übermittelt. Wenn nicht, müssen wir dann die Bilder nochmal nachladen, wenn der Nutzer sagt, ich will mein Facebook-Album drucken, dann müssen wir dann die Bilder in High Resolution von Facebook laden, und dann müssen wir all die Bilder, die wir geladen haben, validieren. Und das ist alles auch natürlich im Web ist und ein Webservice, um einen Webservice-Aufruf sich handelt, müssen wir natürlich den User natürlich davor noch authentifizieren und autorisieren, dass er überhaupt das darf, was er will. Wenn wir jetzt die Zeiten dafür nehmen, was das alles kostet, obwohl es nicht allzu viel ist, bei 100 Images macht es schon sehr viel Aufwand. Datenbankzugriff, Festplattenprüfung und vor allem das Laden vom Facebook zum Beispiel, das ist alles Netzwerkkommunikation, kostet alles. Das ist ziemlich viel, was wir jetzt nicht als einfach Webservice-Aufruf anbieten können, weil dann wartet der User ziemlich lange, dann müssen wirklich Progress-Bars eingebaut werden oder in mehreren Schritten, das muss das alles gemacht werden. Jetzt schreiben wir das alles in so einem Reaktiv um. Das heißt, wir fangen damit an, dass wir die IDs von dem Fotobuch nicht als Liste haben, sondern als Observable. Das heißt, es ist Observable, was uns, wenn wir die brauchen, die IDs von den Büchern rausspuckt. Und wir müssen zu jedem Buch die Daten aus SQL-Datenbank laden. Aus SQL-Datenbank einzeln nachzufragen, jedes einzelne Buch ist natürlich nicht besonders optimal, da wir dafür 100 Selects brauchen. Wir müssen das gruppieren, zum Beispiel 10 Stück pro Select. Dafür, um die halt so einen Fluss von Integers umzuwandeln, haben wir hier eine eingebaute Funktion in dem Observable, wo wir einfach aus IDs die Gruppen, hier 10 Stück, erzeugen und dann diese Gruppen, 10 Stück, dem DAO übergeben, um dann Metadata zu holen. Und wie ihr seht, hier haben wir Metadaten, keine Liste von Metadata, sondern schon eine, so ein Fluss von Metadaten schon ohne Gruppen. Das heißt, diese Gruppierung können wir durch FlatMap lösen, dass wir jetzt wieder einen normalen Stream haben. Dann nutzen wir wiederum IDs, um dann von der Festplatte die Daten zu holen. Das ist auch ein Beispiel von einem Observable, von unserem Publisher, der auch die IDs bekommt und jede ID dann auf der Festplatte guckt, ob das Bild da ist, und wenn nicht da, macht er dann keinen On-Next-Aufruf, und wenn da, werden dann die weitergeleitet in unserer Kette von Daten. Genau. Jetzt machen wir das Gleiche aus der Cloud, von Facebook zum Beispiel oder Instagram, und jetzt
haben wir dann drei Streams, die erstmal voneinander unabhängig sind, was jetzt umständlich ist. Ja, wir müssen jetzt die Daten müssen jetzt zueinander finden. Das heißt, wir haben einen Stream mit Metadaten, was aus der SQL-Datenbank geladen wurde, einen Stream mit File mit Dateien von der Festplatte und einen Stream mit Dateien aus der Cloud. Und wie ich schon gesagt habe, ein Publisher hat zahlreiche Methoden, die diese Arbeit uns leicht machen. In diesem Fall mergen wir zwei Streams zusammen, das heißt die Disks und die Cloud-Files werden dann zusammengemerged, jetzt haben wir zwei Streams. Dann wenden wir eine weitere Funktion an, heißt Join, was ungefähr so funktioniert wie ein Join von SQL, von SQL. Wo wir dann alle Kombinationen erzeugen, File 1 mit Metadata 1, 2, 3 und so weiter, ergibt wenig Sinn, müssen wir nochmal nachfiltern, dass die IDs hier übereinstimmen, 1 zu 1, 2 zu 2, lässt sich auch schnell filtern und dann, wenn wir das gefiltert haben, erzeugen wir aus Pairs, wo wir hier einfach Zusammenführung von Metadata und Pictures, unsere Picture-Objekte, die wir validieren können. Und jetzt validieren wir das und was fällt uns? Die Authentifizierung. Das ist auch sehr interessant bei dem Einsatz, dass wir die Authentifizierung nicht davor machen können, sondern wir können uns leisten, das parallel zu machen. Das heißt, weil all die Publisher, die wir jetzt definiert haben, wenn wir die definieren, spezifizieren, entsteht noch keine Arbeit. Das heißt, es ist rein deklarativ, was wir auch aus dem Stream-Konzept in Java 8 kennen. Die werden dann einfach spezifiziert und die eigentliche Arbeit passiert nur, wenn wir Subscribe aufrufen. Deswegen ist hier Reihenfolge irrelevant. Wir können authentifizierende Publisher dann davor definieren, können danach das jetzt hat keinen Einfluss. Dann kombinieren wir die zwei, Authentifizierung und schon validierte Bilder. Und was uns jetzt bleibt, ist, dass alles wieder zurück in objektorientierte Welt zu überführen. Das heißt, eine Liste daraus machen oder einfach Idee auf irgendeine Weise nutzen. Das heißt, wir müssen dann unsere Publisher subscriben und warten, bis alle Elemente angekommen sind. Das JavaRX bietet uns dafür eine Hilfsklasse, heißt Blocking Observable, wo wir sagen können, bitte auf diesen Publisher warten und das, was hier angekommen ist, einfach drüber iterieren. Und das ist jetzt die ganze Logik, was ich gerade erwähnt habe, jetzt als ein Programm. Man sieht, das ist sehr übersichtlich. Und wenn wir das nach objektorientierten Art und Weise gemacht hätten, hätten wir hier eine lange Liste von Schleifen, die dann ineinander verschachtelt gewesen wären. Ist jetzt nicht unbedingt einfach, aber trotzdem, man sieht, das ist relativ einfach und ein weiterer Entwickler, der das debuggen muss oder weiterentwickeln, kann durchaus eine Chance, das zu verstehen. Aber was noch wichtiger ist, natürlich, wenn wir die Methoden, die hier aufgelistet sind, nacheinander in einem Thread aufrufen, brauchen wir ungefähr 20 Sekunden. Hier, wenn wir mit Publisher arbeiten, wie ich schon gesagt habe, das funktioniert jetzt deklarativ. Das heißt, alles, was wir deklariert haben, wenn wir das subscriben, funktioniert alles in einer Art Laufzeitumgebung von reaktiven Programmierung, was in diesem Fall von JavaRX angeboten wird. Und da werden dann multi-threaded jetzt nicht umsonst, aber viel einfacher deklarativ eingeführt. Und wenn wir das jetzt aktivieren, braucht das alles eine Sekunde. Was durchaus anderswo uns die Arbeit deutlich erleichtert. Wenn ich das vorher erwähnt habe, wenn wir dann Progress Bars brauchen oder sonst was, jetzt nicht mehr. Wir können dann auf dem Client im Browser mit JavaScript viel weniger zu programmieren, weil wir schon auf dem Server viel schneller sind. Das ist jetzt mit meinem Beispiel. Ich gebe jetzt meinen Kollegen wieder das Wort zurück. Und wenn noch Fragen gibt, entweder am Ende, wenn wir noch Zeit haben, oder bei uns an Stand, wäre vielleicht sinnvoll.
Mikro geben. Ach ja, stimmt. Das müssen wir jetzt umknüpfen. Okay, wir haben jetzt ein Framework kennengelernt, nämlich RxJava in Version 2, welches Reactive Streams implementiert. Jetzt schauen wir uns noch ein weiteres Framework an, nämlich von der Firma Pivotal, die für Spring-Entwicklung zuständig ist, nämlich Spring Reactor 3. Dieses Framework existiert schon eigentlich seit 4 Jahren. Die ersten Versuche waren nicht besonders erfolgreich und wurden auch nicht sonderlich in die ganzen Spring-Familie integriert. Erst jetzt erlangt dieses Framework eine große Popularität, weil mit dem Spring Release 5, welches erst jetzt released wird, nachdem Java 9 released wird, ist Spring Reactor Core zentraler Bestandteil quasi eines Reactive Stacks. Das heißt, wir können diese ganze Reactive Paradigma mit Spring Reactor quasi nutzen und auf andere Spring Dienste, die wir so kennen, auch zugreifen. Interessant ist auch die Zusammenarbeit mit RX Team, das heißt, hier ist es eine gemeinsame Bibliothek Reactive Streams Commons entstanden, IPC Style Richtung Netty oder Kafka. Das heißt, also es ist einiges jetzt zu erwarten, vor allem wenn das quasi in die Spring-Familie integriert wurde. Schauen wir nochmal diese Interfaces an, die werden wir jetzt, wir werden sehen, wie Spring Reactor Core damit arbeitet. Und um Spring Reactor zu verstehen, muss man im Prinzip zwei Publisher-Typen verstehen. Eins ist Flux und Flux ist dafür zuständig, um uneingeschränkt viele Events oder auch Items zu publizieren. Mono ist hingegen dafür zuständig, maximal ein Item zu publizieren. Das ist so ähnlich wie optional in Java oder Scala, halt maximal ein Element. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso braucht man Mono, denn Mono ist eigentlich nur Submenge von Flux. Nur, wenn wir uns anschauen, das hat alleine semantische Gründe. Wenn wir anschauen, wie wir uns Richtung Datenbank programmieren, wenn wir eine Methode haben, get all customers, dann geben wir in der Methode collection von customers zurück. Wenn wir aber fragen, get customer by ID, geben wir natürlich kein collection, was aus einem Element besteht, sondern einfach customer zurück. Und eben das zu verdeutlichen, was dann als Rückgabetyp kommt, so eine Menge von Elementen oder maximal eins, wird eben diese Mono und Flux unterschieden. Dazu gibt es bei Mono natürlich weniger Methoden. Es gibt keinen Sinn, bei Mono Methode getLast oder getFirst anzubieten, wenn es maximal ein Element ist. Ja, das ist semantisch einfach nicht richtig. Deswegen eben dieser Unterschied. Jetzt schauen wir uns an, wie man überhaupt diese Publisher instanzieren und initialisieren kann. Eine Menge von Methoden gibt es, die wir am meisten brauchen werden, ist zum Beispiel Methode Just. Bei Flux können wir VAR-Args von Items übergeben, in diesem Falle Produkttitel. Bei Mono ist es entsprechend nur eins, deswegen ist nur eins möglich. Flux kann man auch aus allen Array- oder Collection-artigen Objekten erzeugen, wie zum Beispiel from Iterable, from Array oder from Stream. Mono hingegen geht von Callable, Runnable oder Completable Future. Das ist eine API, die in Java 8 entstanden ist. Es gibt auch andere Methoden, die wir eher seltener verwenden, zum Beispiel Empty Mono oder Flux zu erstellen oder aus Error-Objekt. Es kommt Error-Signal zum Beispiel, keine Verbindung und daraus können wir auch, das ist im Prinzip das, was uns bei On-Error geliefert wird, im Prinzip auch initialisieren. Werden wir in der Tat etwas seltener brauchen. Nur alleine, wenn wir Publisher haben, geschieht noch nichts. Ja, Elemente müssen, es muss einen Subscriber geben, der darauf subscribt quasi und auf die Elemente reagiert. Ansonsten gibt es keinen Datenfluss. Und Interface Publisher, wir wissen es, Reactive Streams hat nur eine Methode Subscribe. Und eben diese Flux und Mono Publisher implementieren diese Subscribe-Methode. Die gibt es in sehr, sehr vielen Varianten, also überladen. Die einfachste Variante ist die, wenn auf dem Subscriber on next aufgerufen wird, das heißt mit jedem Element, dann können wir mit Lambda sagen, was wir mit diesem Element machen. Das heißt, wir sagen hier mit Lambda einfach, wir geben dieses Element aus und wenn wir das laufen lassen, werden wir praktisch alle unsere Elemente hier jeweils sehen. Jetzt ist es interessant, was hinter diesen Kulissen passiert. Ja? Es gibt Methode Log und mit der können wir überhaupt anschauen, wie das Ganze zusammenspielt. Das heißt, Framework ruft on subscribe, auf dem Subscriber registriert Subscription und requestet dann bei Default uneingeschränkt viele Elemente, das heißt alle, die es gibt. Dann werden on next quasi alle drei aufgerufen
Und darauf reagieren wir, indem wir diese ausgeben mit System Out Println. Und bei On-Complete-Signal, der kommt immer am Ende, machen wir hier nichts. Es gibt auch andere Methoden, wie ich gesagt habe. Es gibt überladene Methoden, die eben noch zwei weitere Parameter haben. Eins ist eine Lambda-Expression, was wir bei On-Error-Signal machen. Da können wir auch ausgeben oder auch nicht darauf reagieren. Und was wir machen, wenn On-Complete-Signal kommt. Da können wir so ein Runnable-Objekt übergeben. Das, was wir jetzt gesehen haben, es war eine sehr verkürzte Variante, damit wir Subscriber selbst nicht implementieren müssen. Die Möglichkeit besteht jedoch, wir können einen Subscriber selber implementieren. Das wird dann aber bedeuten, dass wir alle vier Methoden dieses Subscriber aus Reactive Streams API selbst implementieren müssen. Das heißt, in unserem Beispiel wäre das von Subscription uneingeschränkt viele Elemente hier anzufordern und bei OnNext das auszugeben. Ja, auf diese zwei Signale reagieren wir nicht. Jetzt ist es natürlich die Frage, und der Rodion hat auch ein Konzept von Backpressure genannt. Das heißt, ein Subscriber ist nicht imstande, alle Elemente von Publisher zu verarbeiten. Der Publisher kann schneller publizieren, als der Subscriber das verarbeiten kann. Es besteht die Möglichkeit, sozusagen so ein Backpressure zu implementieren. Hier schematisch dargestellt, wir sagen einfach, wir wollen nur direkt zwei Elemente haben. Und bei dem nächsten On-Next-Aufruf immer nur zwei, also pärchenweise. Mehr können wir quasi nicht verarbeiten. Wenn wir dann loggen, dann sehen wir, was passiert, wenn wir mit Backpressure immer nur zwei Elemente ausgeben. Anstatt Request uneingeschränkt werden nur zwei Elemente angefordert. Das heißt, es werden die ersten zwei mit und nächsten aufgerufen. In beiden Fällen geben wir die aus und dann kommt wieder ein Aufruf Request 2. Da haben wir leider nur den dritten Element, das heißt, es wird dann Kalender ausgegeben. Das heißt, auf diese Art und Weise kann der Subscriber die Volume, also die Menge selbst kontrollieren und dem Publisher mitteilen, wie viel er auf Anhieb verarbeiten kann. Wenn er fertig ist, fragt er nach dem nächsten Häppchen und am Ende wird On-Complete-Signal kommen, so, ich bin fertig. Genauso wie bei RxJava oder generell in der funktionalen Welt gibt es einen Haufen Operationen, die man auf so einem Publisher normalerweise machen kann. Der Rodion hat die gezeigt, die sind so ähnlich auch in Spring React der Welt und ich wollte euch schematisch so einige vorstellen, damit ihr überhaupt das Gefühl kriegt, wie das funktioniert. Zum Beispiel Methode Filter. Es gibt die Möglichkeit, einen Publisher zu filtern, indem ein Kriterium übergeben, hier ist es auch ein Lambda-Expression, wir sagen, wir wollen die Elemente beibehalten, also die Product-Titles, die mit P anfangen. Wenn wir dann auf diesen Publisher subscriben, kriegen wir dann nur die ersten zwei Elemente, die eben mit P anfangen. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Wir kriegen, wenn wir hier filtern, einen anderen Publisher zurück. Das heißt, es ist Non-Blocking, deswegen, das Ergebnis ist noch nicht da, deswegen Publisher von String. Es gibt zum Beispiel Methode Count, um zu ermitteln, wie viele Elemente wir denn überhaupt haben. Und es ist logisch, dass Count nur ein Ergebnis zurückgibt, eben diese Menge, deswegen ist Rückgabetyp Mono. Nicht Flux, sondern Mono, ein Ergebnis. Vom Typ Long, weil ja, die Menge messen wir halt in Long. Ja, Ergebnis ist hier 3, wir haben 3 Elemente. Es gibt auch Möglichkeit zum Beispiel zu fragen, erfüllen alle Elemente ein Kriterium? Zum Beispiel Länge der Produkttitel muss bei allen Elementen größer als 5 sein. Ja, das können wir mit Methode All abfragen. Zurück kriegen wir Mono Boolean. Das ist ein Ergebnis, True oder False, deswegen eben Mono vom Typ Boolean. Wenn drauf subscriben, kriegen wir hier True, weil eben die Länge überall größer als 5 ist. Es gibt eine Methode Map, wo wir eine Funktion in die andere mappen können. In diesem Falle String in Integer, das heißt Product Title mappen wir in die, also zu deren Länge sozusagen, kriegen wir Flux von Integer zurück. Wenn drauf subscriben, kriegen wir sozusagen die Länge dieser einzelnen Produkttitel zurück. Das kann ich überspringen. Viel interessantere Methode ist ZIP. Mit ZIP ist es möglich, zwei Publisher oder auch mehrere Publisher zu zippen. Was bedeutet zippen? Das erste Element vom ersten Publisher wird gruppiert mit dem ersten Element des zweiten Publishers und so weiter. Das heißt, hier sehen wir diese Elemente dann pärchenweise, wenn wir das zippen. ZIP gibt Tupel von zwei Elementen zurück. Ja, dann sind zwei Elemente mit bestimmten Typen, die entsprechen eben unseren Typen. Und dann geben wir diese aus. Was passiert, wenn ein Publisher, zum Beispiel Flux, mehr Elemente hat als das andere? Werden diese Elemente beim Zippen rausgeschmissen. Das heißt, alles, was sich pärchenweise gruppieren lässt, wird auch gruppiert, der Rest wird praktisch ignoriert. Wann ist der Use Case für sowas? Stellt euch vor, wir haben zwei Microservices. Eins ist für Ermittlung für Produkttitel zuständig
und das seien dafür für die Ermittlung von Produktpreises zuständig. Die können wir parallel ausführen lassen und sobald die Ergebnisse ankommen, das quasi on the fly zippen. Das heißt, so ein Objekt erstellen, der Eigenschaften hat aus diesen zwei und dann in JSON und was auch immer. Ja, so eine praktische Variante mit ZIP. Jetzt, genauso gibt es auch die Möglichkeit, das kennen wir von Stream, dieses Ganze parallel auszuführen. Das heißt, nicht auf einem Kern, sondern zum Beispiel mehrere CPUs zu nutzen. Das kennen wir aus Stream API, da gibt es auch Methode Parallel. Das läuft aber im Stream viel einfacher. Hier in Spring Creator brauchen wir ein bisschen mehr Arbeit zu machen. Wir rufen hier auch tatsächlich Parallel, nach sozusagen MapReduce-Algorithmus, hier wird gemappt, dann müssen wir aber noch mitteilen, welchem Scheduler das ausgeführt wird. Im einfachsten Fall sagen wir Random Scheduler Parallel, das ist so ein Scheduler, der single-threaded ist, es gibt die Möglichkeit mit Executor und Framework von Java auch andere Scheduler zu erzeugen und am Ende müssen wir sozusagen Reduce noch manuell durchführen und so ein Sequential zurückrufen, damit alles wieder zu einem Ergebnis zurückgeführt wird. Das Ergebnis ist selbstverständlich beim Zippen das gleiche wie im Beispiel davor. Es lohnt sich aber zu überprüfen, ob überhaupt parallel irgendeinen Vorteil bringt, weil die Kosten für MapReduce-Berechnung sind, können überhaupt diese sequentielle Abarbeitung einfach überwiegen. Aber die Möglichkeit an sich ist da. Okay, alle Operationen, die wir uns bis jetzt angeschaut haben, die waren alle asynchron, also nicht blockierend. Deswegen haben wir überall Rückgabetyp Mono oder Flux gehabt. Ja, das heißt, es gibt noch kein Ergebnis und es wird erst dann darauf subscribed, wenn ein Ergebnis überhaupt ankommt. Es gibt die Möglichkeit zu blocken. Wieso ist eine schlechte Idee, sage ich später. Es geht so, bei Flux gibt es die Möglichkeit, to iterable aufzurufen, dann kriegt man kein Mono oder Flux zurück, sondern iterable. Mit to stream kriegt man eben stream zurück. Bei Mono gibt es die Methode, die einfach so heißt block, damit wir direkt wissen, wie blockieren. Es lässt sich aber auch to Completable Future umwandeln. Wieso ist es eine schlechte Idee? Wir kennen ja alle diese Frameworks, wie zum Beispiel die Servlet API, die basiert auf dem Thread-Pool-Konzept. Das heißt, ein Request wird in einem Thread verarbeitet. Wenn der Thread blockiert, naja, ist es vielleicht nicht schlimm, das ist nur ein Thread. Wenn natürlich alle blockiert werden, dann ist es ganz schlimm. Es funktioniert aber bei Spring Creator ganz anders. Das basiert auf einem LMAX Disruptor oder eine Variante davor. Sagt jemandem LMAX Disruptor was? LMAX ist so eine Trading-Plattform. Und da müssen quasi zig Transactions pro Sekunde ausgeführt werden. Und diese Firma eben hat so ein Framework veröffentlicht, mit dem ist es möglich, mit so einem Konzept, das ist ganz vereinfacht dargestellt, Ring Buffer, sozusagen Non-Blocking, dass die Producers Daten produzieren und Consumers daraus lesen. Konzepte so ähnlich wie Event Loop, wenn ihr Node.js kennt. Das ist was komplett anderes als Thread Pool. Es werden ganz, ganz wenige Threads verwendet, bei Ring Buffer und bei LMAX Disruptor, 2, 3 höchstens. Deswegen, wenn wir irgendwo hier eine Blocking-Operation ausführen, dann blocken wir eine der wenigen Threads, die wir haben. Und es kann sein, dass wir einfach die ganze Anwendung auf die Knie bringen. Deswegen, es ist vielleicht okay, in irgendeinem Test zu blocken, aber denn in der kompletten durchreaktiven Anwendung ist es ganz, ganz schlechte Idee. Deswegen ist es, hier stehen ein paar Links, es ist einfach nur interessant zu lesen, wie das implementiert ist. Wie gesagt, ähnlich wie Event Loop. Es gibt auch die Abstraktion, um das Ganze überhaupt zu testen. Ja. Und die Abstraktion heißt praktisch Step Verify. Wir können das Step Verify erzeugen, indem wir Publisher, in diesem Falle Flux, übergeben. Und wir können einzelne Schritte prüfen. Mit Expect Next Matches prüfen wir, kommen diese Elemente so an, wie wir es halt erwarten. Und am Ende kommt hier Complete-Signal. Und mit Verify können wir prüfen, sind diese Annahmen, die wir in unserem Test aufgeschrieben haben, richtig oder falsch. Es gibt zwei Ergebnisse davon. Wenn es richtig ist, kriegen wir einfach Java 8 Duration Objekt zurück, welcher sagt, wie lange der Test gelaufen ist. Machen wir irgendeinen Fehler, wie zum Beispiel in diesem Falle, sagen wir, es gibt hier dieses Expect Next Matches Kalender 4 nicht. Und sagen wir, es kommt jetzt, muss eigentlich ein Complete Signal kommen, bekommen wir Assertion Error. Und er sagt uns übrigens auch ganz genau, es kommt kein Uncomplete Signal, sondern es muss noch on Next Kalender 4 kommen. Das ist sehr praktisch zu testen. Aus einem anderen Grund auch. Es gibt eine Möglichkeit, sozusagen Delayed Subscription zu machen. Das heißt, wir sagen, ein Publisher publiziert und ich subscribe x
später, x Minuten später, x Tage später, wie auch immer. Wenn wir so einen Test selbst implementieren und das bei jedem Bit laufen lassen und da wird 5 Minuten gewartet, bis es subscribed wird, werden unsere Tests ewig laufen lassen. Step Verifier nutzt in diesem Fall, im Falle von Delayed Subscription, ein Konzept von einer virtuellen Uhr. Das heißt, es wird einfach vorgespült, als wäre das in der Echtzeit. Deswegen ist es sehr, sehr praktisch, eben mit dieser Abstraktion zu arbeiten, die erspart uns unnötige Wartezeiten, sondern sorgt dafür, dass das Ganze so mehr oder weniger in Echtzeit abläuft. Das ist im Prinzip praktisch alles, was zur Vorstellung von Spring Reactor Core angeht. Die implementiert immer noch Reactive Stream Interfaces. Das heißt, diese Interfaces, die in JDK, NoFlow, API, in diese Java Util Concurrence Flow Package kopiert sind, implementiert diese nicht, weil das ist eine Abhängigkeit zu JDK neu, welche noch nicht released ist. Und generell keine Wille im Moment diese Abhängigkeit. Es gibt aber Adapter sozusagen von Spring Reactor Publisher zu Java 9 Flow Publisher. Wenn einer das will, kann er das gerne nutzen. Viel Nutzen bringt das nicht. Ich meine, es sind einfach nur Interfaces und Java implementiert diese nicht, sondern wir müssen eben eine der Bibliotheken nutzen. Noch eine Empfehlung, wann nutzen wir RX Java 2 oder auch Spring Reactor Core 3? David Karnok ist ein ungarischer Forscher, der ist Project Lead von RX Java 2 und übrigens Committer Reactor 3, hat so einen Tweet gemacht, wo er sagt, wenn ihr auf Java 6 noch drauf sind, nutzt Java 6 und auch noch Checked Exceptions von Funktionen verarbeiten wollt, dann nutzt RX Java 2. Ansonsten, wenn ihr Java 8 nutzt und auch später auch Java 9, dann gerne auf Reactor Core 3 basieren. Ansonsten nehmen sich diese Frameworks an sich alleine nicht viel und deswegen ist es sozusagen eure Wahl. Das ist alles zur Vorstellung des Spring Reactor Cores. Framework. Es ist natürlich so, was wir gesehen haben, ist Business-Logik. Damit kann man nur gar keine Anwendung schreiben. Es ist viel interessanter, wie kann man so eine komplett reaktive Anwendung rund um Spring Reactor Core schreiben. Das wird möglich sein mit Spring Release 5 und vor allem auch parallel wird Spring Boot 2 released. Und jetzt schauen wir uns einfach schematisch, wie so eine Anwendung aussehen kann. Zugegeben sind viele Dinge, die wir hier nutzen in der Preview-Phase. Das heißt, die API ändert sich schnell, weil eben noch kein Release von Spring 5 geschehen ist. Es lohnt sich aber trotzdem, einen Blick darauf zu werfen. Ich werde Code hier so ein bisschen anzeigen und erklären. Wenn ihr tatsächlich die Anwendung haben wollt, da sind unsere Daten hier, schreibt mich an und ich schicke die, damit ihr das laufen lasst. Ihr braucht im Prinzip nur MongoDB, das ist ziemlich schnell installiert. So. Was in Spring 5 dazukommt, wir kennen Spring MVC Stack, parallel wird Spring Web Reactive Stack sozusagen ins Leben gerufen. Er basiert auf den gleichen Annotations, die wir alle schon sowieso kennen, wenn wir eine Spring-Anwendung schreiben, das heißt Controller, Request Mapping oder auch REST-Controller im Falle von Spring Boot. Nur parallel zum MVC-Teil wird Spring Web Reactive API bereitgestellt, basierend auf Spring Reactor. Parallel zu Servlet API, wir wissen, Servlet API wurde erstmal Blocking entwickelt. Ja, erst mit Servlet 3.1 kamen die Möglichkeit, Non-Blocking zu programmieren. Allerdings, es lässt sich leicht verwechseln, wann wir blockieren und wann wir nicht blockieren. Zum Beispiel Request-Get-Parameter ist eine blockierende Operation, weil HTTP-Body gelesen wird. Also, deswegen, es ist sehr schwer, damit komplett Non-Blocking zu programmieren. Mit Reactive HTTP gibt es unterschiedliche APIs, zum Beispiel Reactor.io oder RxNative. Deswegen, wir können Reactive Client haben und statt Servlet Container, der eben zwar mit 3.1 Asynchronität kennt, können wir gerne Netty, Undertow verwenden oder auch Jetty. Die bieten komplett reaktiven Web-Client dafür. Jetzt schauen wir uns schematisch an, wie so eine Anwendung aussieht. Die Anwendung an sich ist, was ich sage, sehr einfach. Wir haben so eine Customer-Klasse bestehend aus First Name und Last Name. Mehr gibt es da nicht und das wollen wir in die Datenbank schreiben, auslesen und irgendwo in der View anzeigen. So sieht dann PostgreSQL aus. Das Wichtigste ist, dass hier Spring Boot 2.0 Meilenstein Dependency kommt. Und das ist mit Spring Boot Starter Web Flags ist nichts anderes als dieses Reactive Spring Teil, was dazu kam, basierend auf Reactor Core 3. So. Jetzt gehen wir Schicht für Schicht durch und schauen mal, was wir machen, damit es komplett reaktiv ist. Zuerst müssen wir einen Web Client reaktiv instanzieren. Und das tun wir sozusagen, wir schreiben eine Klasse, die Spring Boot Application Annotation hat und hier bauen wir einen
sozusagen Bean Web Client. Und wenn wir hier Reactor Client HTTP Connector mit übergeben, dann instanzieren wir NETI, also Non-Blocking Web Client. Jetzt gehen wir Richtung Datenbank. Wir wissen alle, GDBC-API ist eine Blocking-API. Daran hat sich bis jetzt auch nichts geändert. Und obwohl auf diesjährigen Java 1 Oracle-Entwickler gesagt haben, dass frühestens mit Java 10 Reactive GDBC-API zur Verfügung gestellt wird, wissen wir, Java 10 ist im besten Falle in 3 Jahren da und die API wird sicherlich auch da nicht vorhanden sein. Deswegen können wir eigentlich vergessen. Es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel Postgres Reactive nicht über GDBC-API anzusprechen, aber Spring integriert sowas nicht. Reaktive Anwendungen sind vor allem in der Welt da, wo wir NoSQL-Datenbanken verwenden. Und da gibt es schon Integrationen, zum Beispiel hier Reactive Mongo Template. Vorher gab es einfach Mongo Template, jetzt gibt Reactive Mongo Template, der eben sozusagen Non-Blocking die Daten Richtung Datenbank schreibt oder auch ausliest. Und hier übergeben wir einfach, wie die Tabelle heißen soll, Customers. Spring integriert auch andere Reactive Templates für CouchDB und Cassandra. Das heißt, da gibt es etwas Wahl und das können wir schon mal nutzen. Das ist unsere Customer-Klasse sozusagen. Das Einzige, was wir hier wirklich bräuchten, ist Document-Klasse, damit wir das mit der MongoDB-Tabelle mappen. Ansonsten keine Annotation, das heißt, alle Spalten werden first, also genauso heißen wie die Properties dieser Klasse. So sieht dann Repository aus, wo wir quasi sozusagen die Datenbank ansprechen, Repository Annotation und diese Reactive Mongo Template, welches wir vorher erzeugt haben, wird hier injected. Wenn wir sonst Richtung Repository in ganz normalen Anwendung arbeiten, dann wissen wir, Rugabe-Type ist immer Entity-Type, sozusagen Customer. Wenn wir aber Reactive arbeiten, Non-Blocking, ist Rugabe-Type immer Mono oder Flux in der Spring-Anwendung. Das heißt, das zieht sich durch die ganzen Schichten hindurch. Wir arbeiten nicht mit Entity, sondern mit Mono oder Flux von Entities oder Publisher von Entities. Zum Beispiel, wenn wir Find All gegen Datenbank über Template ausführen, kriegen wir natürlich potenziell viele Customers, deswegen Rugabe-Type Flux-Customer. Wenn wir hier bei First Name fragen und nur beim Find One nur ein Element davon wollen, wissen wir, es ist maximal ein Rugabe-Type, also maximal ein Customer. Deswegen Mono von Customer. Wenn wir alle Customers löschen wollen, der normalen Methode in der blockierenden Welt, würden wir aus der Methode Void zurückgeben. Wir haben gelöscht, wir erwarten nichts zurück. In der nicht blockierenden Anwendung hier mit Reactive Stack Mono von Void. Das ist immer merken, wir arbeiten hier immer mit Publishern, weil zum Beispiel in diesem Falle, wenn wir alle Customers löschen, gehen wir sofort weiter. Wir warten nicht, bis uns Datenbank sagt, ich habe gelöscht, sondern es ist Rugabe-Type erstmal Mono von Void und irgendwann mal später kommt so, ich bin fertig. Das ist, heißt reaktiv. Jetzt gehen wir Richtung View oder View Resolver oder auch ja, Rendering-Schnittstelle. Das gleiche Spiel, Spring integriert eigentlich nur diese Views. Zum Beispiel JSP. Wir wissen, ja, Reactive JSP, das klingt schon also komisch. Ja, das wird wohl nie passieren. Das ist sowieso aus, ja, stirbt aus. Spring integriert auch Free Marker. Das nutzen wir zum Beispiel bei uns. Es gibt im Moment noch keine reaktive API dafür, wie auch bei Velocity Templates. Es gibt aber Timeleaf View Resolver, also Timeleaf Renderer, und der bietet jetzt in der Preview schon eine reaktive Schnittstelle, um zu rendern. Hier im Spring sagen wir mit Configuration Annotation, wir wollen einen View Resolver sozusagen bekannt geben, damit Spring weiß, wer ist eigentlich für View Renderer, also für View Rendering zuständig. In diesem Falle Timeleaf und es gibt, wie ihr seht, Timeleaf Reactive View Resolver. Sehr interessant ist aber diese Methode, Set Response Max Chunk Size Bytes. Hier können wir übergeben, wie viele Bytes auf einmal vom View angefragt werden. Das ist Backpressure-Konzept. Hier können wir einfach sagen, wie viele Bytes ich anfrage. Das ist höchst unflexibel, das schauen wir an, das schauen wir uns jetzt an, wie wir damit anders umgehen können. Wichtig ist jetzt nur noch Controller-Teil. Ja, das heißt, tatsächlich die Daten aus der Repository holen, zum Beispiel hier Flux von Customers, also fragen hier Repository, gib mir alle Customers und übergeben das an Model. Genauso wie mit MVC-Stack arbeiten. Ja, Model View Controller, übergeben wir Attribut und geben dann diese Flux von Customers zurück. Wenn wir hier genau so das machen, das nennt sich Chunked Base. Das heißt, so viele Bytes, wie wir quasi beim View Resolver hier deklariert haben, so viele Bytes wird View auf einmal anfragen. Höchst unflexibel, weil wir an einer Stelle für alle unsere Objekte mitgeben müssen, wie viele Bytes
sozusagen View anfragt. Objekte können unterschiedliche Größe haben und das ist ziemlich unangenehm, wenn zum Beispiel vom Customer, vom letzten Customer nur ein paar Buchstaben von First Name kommen und dann werden die weiteren angeforderten, zum Beispiel Netzwerkverbindung ist raus und wir sehen irgendwelche korrupte Ergebnisse. Deswegen, es gibt die Möglichkeit, data-driven zu arbeiten. Das heißt, wir werden nicht nach Bytes fragen, sondern nach Anzahl an Entities. Und wenn wir genauso hier einfach aus der Repository Flags von Customer holen, aber in diese Variable das wrappen, in Reactive Data Driver Context Variable und hier 500 übergeben, läuft das dann so, dass der View immer 500 Customers anfragt, die dann rendert und dann wieder 500 anfragt und so bis On-Complete-Signal kommt. Das ist viel flexibler, weil wir diese Menge pro Methode setzen können. Das heißt, je nachdem, was wir hier machen, können wir sagen, wie viel wir davon brauchen. Das ist schon viel, viel mächtiges und ich glaube, Data-Driven ist viel, viel besser als Chunk-Driven. Wie gesagt, wenn wir Flags von Customers hier in diese Variable rappen, wird alles sozusagen Data-Driven abgefragt. So sieht View aus mit TimeLeaf. Überhaupt keine Spur irgendeiner reaktiven Welt. Ja, wir haben unser Objekt in Data-Source-Variable gesetzt und wir lesen in Model. Und das lesen wir quasi mit First und Last Name aus. Und das Framework übernimmt dieses Reaktive komplett von uns. Ja, also wir haben damit nichts zu tun. Framework ist selbst dafür zuständig zu wissen, aha, es wird data-driven gearbeitet. Ich frage 500 Customers. Wenn ich kein On-Complete habe, kann ich weitere 500 fragen. Es ist nichts davon da. Diese Komplexität bleibt für uns verborgen. Sieht genauso aus wie bei ganz normalen Anwendung. Ist ziemlich angenehm. Es fehlt noch ein Puzzlestück. Diese ganze Serialisierung von JSON und zurück, zum Beispiel von Customer zu JSON, JSON zu Customer. Ja. Wir machen das mit Spring, mit unterschiedlichen Frameworks, zum Beispiel mit Jackson. Jackson ist wiederum eine blockierende API. Das heißt, diese Serialisierung läuft blockierend und bereits 2013 haben die Spring-Entwickler angefragt, wann kommt denn Reactive API dazu? Und erst im Mai dieses Jahres kam die Antwort, das wird in die nächste Meilenstein-Version integriert, sodass auch diese JSON-Parsing oder hin und her Serialisierung, Deserialisierung auch komplett non-blocking funktionieren kann. Es ist jetzt logisch, der Druck kommt, weil Spring 5 erscheint, dieser ganze Reactive Stack erscheint und alle diese Frameworks oder auch die Firmen und Community dahinter stehen, die haben jetzt großes Interesse, ihr Produkt auch Reactive anzubieten. Ansonsten wird es irgendwann mal weg vom Fenster sein. Deswegen, es kommt immer mehr. Das überspringe ich. Im Prinzip haben wir so durch alle Schichten hindurch jetzt diese reaktive Anwendung gesehen. Was ich noch sagen wollte, was sind die Benefits von Reactive Applications? Es ist vor allem die effiziente Ressourcenausnutzung. Das heißt, wir können mit wenigen Threads, wir haben insgesamt weniger Threads, viel, viel mehr abarbeiten. Wenn ihr ganz normale Anwendungen entwickelt, wisst ihr, wie schwierig das ist, überhaupt Thread-Pools zu sizen. Die haben wir überall, halt in der Servlet-Welt, irgendwo Richtung Datenbank ist Thread-Pool-Size, nutzen wir Fork-Join-Pool, müssen wir Thread-Pool-Sizen und am Ende wissen wir nicht, können wir das, kann ein Server das abarbeiten, wir replizieren schnell die Server, damit diese Last überhaupt abgearbeitet wird und uns die Thread-Pools nicht ausgehen. In der reaktiven Anwendung haben wir generell wenig Threads. Threads blockieren nicht, das heißt, der Fluss läuft immer weiter. Man kann mit wenigen Threads mehr machen und dadurch auch, sage ich mal, auch Server sparen, ja? Weil alle Threads komplett beschäftigt sind, alle wenigen. Was sind die typischen Anwendungen von Reactive Applications? Zum Beispiel External Service Calls, das heißt irgendwelche Integrationsanwendungen, wo wir halt mit Facebook, API, was auch immer sprechen. Microservices, die über Netzwerk sprechen, überall, wo irgendwo I.O. im Spiel ist und auch Latenz, oder zeitliche Latenz im Spiel ist. Und auch konkurrierende Messages oder auch Streaming-Applikationen. Wir kennen eigentlich selber reaktive Applikationen recht gut, zum Beispiel Facebook. Wenn wir auf deren Seite gehen, sehen wir im Prinzip Nachrichten, die wir publizieren, ja, mit Werbung vermischt und so weiter. Wenn wir aber nach unten scrollen, werden die Nachrichten automatisch nachgeladen. Und das ist quasi reaktiv, das heißt, sind potenzielle unendlich und Facebook-Seite erkennt, in welchem Client sind wir, wie viele Nachrichten oder ja, wie viele Events können gleichzeitig angezeigt werden und das ist so ein Backpressure. Der fragt genauso viel, wie wir sehen wollen, plus vielleicht ein bisschen mehr als Prefetching. Und es gibt kein Button Next Page oder so, sondern wir scrollen nach unten und die werden automatisch nachgeladen. Das typische Anwendungsfall von Reactive Programmierung mit Backpressure. Ähnlich Kontaktvorschläge von Xing und LinkedIn. Wir scrollen nach unten, es werden uns immer Kontakte
angeboten. Sei es die, die bei unserer Firma arbeiten, die wir noch nicht haben, oder wo wir gemeinsame Freunde haben, werden automatisch nachgeladen, nach dem gleichen Prinzip, wie viel überhaupt auf das Bildschirm passt. Ja, Sie können nicht unendlich hier alle, das komplette Datenbank aussaugen, wenn wir ewig nach unten scrollen, sondern genau das, was wir uns anschauen wollen. Auch irgendwelche Updates auf die sage ich mal, Fußballergebnisse wäre so ein typischer Beispiel. Wir sehen die Seite und es werden Live-Ergebnisse aktualisiert. Das heißt, praktisch unendlicher Stream von Updates wird geschickt. So, was sind die Gefahren? Für das falsche Problem werden wir die Sache eigentlich nur noch schlimmer machen. Zum Beispiel, wenn wir irgendeine Webseite, eine Arztpraxis mit Reactive Stack implementieren wollen, dann ist es einfach der falsche Use Case. Oder wir haben irgendeine Batch-Anwendung, die die Daten aus dem lokalen Storage verarbeitet oder auch aus der naheliegenden Datenbank. Ja, der Use Case ist, wenn wir potenziell uneingeschränkt viele Events haben und wir auch Latenz dazwischen haben. Im Prinzip das, was ich erwähnt habe, das passt prima. Es ist schwieriger zu debuggen, denn im Prinzip wird die ganze Logik in den Threads ausgeführt, die zum Beispiel Ring Buffer, also dieser LMAX Disruptor, selbst verwaltet. Das heißt, kaum wird irgendwas in dem Main Thread ausgeführt. Das erschwert natürlich Debuggen. Und das, was wir mehrfach erwähnt haben, wenn wir an irgendeiner Stelle irgendeine blockierende Operation ausführen, es kann sein, dass wir die Anwendung komplett blockieren, also einen kompletten Server blockieren. Das heißt, wenn reaktiv, dann am besten durch den ganzen Stack hindurch und an keiner Stelle blocken, soweit es geht. Ansonsten, wie gesagt, ich bin selbst gespannt, wie es mit Spring 9, mit diesem reaktiven Paradigma weitergeht. Es muss erstmal Java 9 released werden, dann wird Spring 5 released. Dann gehe ich mal davon aus, dass sich es in einem Jahr alles stabilisiert und alle anderen APIs, die Spring integriert, auch Reactive-Stelle anbieten, also Reactive-Schnittstelle. Im Moment ist Richtung Datenbank einiges, Richtung View haben wir nur Timeleaf gesehen, wir wollen Qual der Wahl haben und nicht nur unbedingt auf Timeleaf setzen. Ich gehe davon aus, dass das schon automatisch kommt. Ansonsten sind unsere Kontaktdaten, wenn ihr, sage ich mal, diese Anwendung haben wollt, damit ihr den Code anschaut, mich gerne anschreiben, ich schicke das. Das setzt, wie gesagt, nur MongoDB im Voraus, das ist aber sehr leicht installiert, man muss nicht mal irgendwelche Kenntnisse von MongoDB haben. Das muss einfach nur gestartet werden. So, ansonsten bedanke ich mich, wir sind fertig, ich glaube rechtzeitig sogar. Ja. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne. Ja, mal eine Frage zu dem Beispiel Fotos und dem Observables. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir dann eine Beschleunigung von Faktor 20 von 20 Sekunden auf eine Sekunde. Es ist ja der Kern von der reaktiven Programmierung, dass ich funktionale Ketten habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier Java Observables benutze, dann ist es ja erstmal schneller, also das wird erstmal kompakter geschrieben, aber noch nicht schneller, weil RxJava ja erstmal defaultmäßig alles auf einem Thread ausführt. Es sei denn, ich habe eine reaktive Plattform oder ich habe reaktive Datenbanktreiber oder ähnliches. Oder, wie in dem Reactor-Beispiel, ich weise explizit Scheduler zu. Das habe ich jetzt in dem Beispiel aber auch nicht gesehen. Deswegen die Frage, wo kommt da die Asynchronität rein? Das habe ich übersprungen, beziehungsweise nur kurz erwähnt, dass das jetzt leichter ist, die Asynchronität da einzuführen. Selbstverständlich, an den Stellen, wo wir die Asynchronität wünschen, müssen wir dann RxJava dann anweisen, dass er das, dass das Multithreaded ausgeführt wird. Das in dem Fall ist es aber relativ leicht, ja, wenn man es nur eine Funktion aufruft, wo man gesagt wird, das wird dann mit diesem Scheduler aufgerufen. Und ja, dann wird es dann von alleine von der Webseitenumgebung von RxJava dann gesteuert. Aber ja, das ist jetzt nicht automatisch, man muss noch ein bisschen dazu tun, damit es dann Thread-Tools im Hintergrund auch initialisiert werden, die Arbeit. Mir aufgefallen war bei dem Beispiel, dass da im Prinzip zwei Streams geworden und alle Permutationen ausmultipliziert und dann wird das gefiltert. Das heißt, für n Elemente braucht man n Quadrat Zeit, das wird ein bisschen besonders elegant.
Das ist jetzt nicht so schlimm, weil die Tatsache, dass die Elemente, die werden da nicht gecached, weil jedes Element, der erstellt wird, wird dann entsprechend in der nächsten Zone übergeben, in diesem Fall mit Filter, und wird dann sofort. Ja, man kann es erstellen, Herr Prost, es werden alle möglichen Paare dann definiert. Ja, das ist ja das reaktive Netz, lässt sich sehr schwer ballen sozusagen. Ja, aber die Elemente, die Listen, die werden nicht als Listen erzeugt. Das heißt, ein paar Elemente werden erzeugt und dann wird sofort, da das alles deklarativ funktioniert, das wird erzeugt und sofort dem nächsten Element in der Kette übergeben und dann stirbt der Sachen. Ja, das ist natürlich jetzt eine Auslastung der elektrischen Last auf Gegenkollektor. Aber wenn wir eine verschachtelte Schleife in Java machen, dann passiert auch nicht sehr viel anders. Wenn wir das in einer Schleife, dann wird ja auch sehr viel durchgeblättert sozusagen. Aber dann verschwinden die Objekte sofort. Das heißt, der Filter ist das Einzige, was dann A mal B oft auch umgeht. Also, Nach dem nächsten Aufruf in diesem Fall in dem Filter sind dann die Objekte, die gerade erzeugt worden sind, dann weg. Sonst Fragen? Wie gesagt, besucht uns gerne an unserem Stand IP Labs, sind nun circa Stunde da oder etwas mehr, oder gerne auch per Xing anschreiben oder per E-Mail. Vielen Dank nochmal.